Hallo liebe User, hier ist der Holly vom Stellplatzführer.de. Heute möchte ich euch einen Platz vorstellen. Finca Oasis Almar in Vera, Ortsteil Costa. Zurzeit geschlossen, ist noch im Umbau. Geschlossen von Mai bis, gehen wir mal etwas näher. Bis November. Hier vorne ist ein Check-in mit Wifi. Der Platz hat ca. 50 Plätze, sehr großzügig bemessen. Die Rezeption ist natürlich noch geschlossen. Da stehen irgendwelche Informationen, Platzinfos. Hinten in den Duschen und Toiletten ist ein Arbeiter gewesen. Den habe ich gefragt, ob ich filmen darf. Und er hat mir sein Okay gegeben. Ich hoffe, dass das auch so in Ordnung ist. Wir gehen mal hier vorne runter. Duschen und Toiletten sind in der Sanierung. Die kann ich euch leider nicht zeigen. Der Platz kostet 10 Euro. Kann ich natürlich hier kein fragen, ob der Strom extra ist. So, der kostet 1. bis 3. Tag 10 Euro. 4. bis 30. Tag 8 Euro. Internet, WLAN gratis. Und der Stromanschluss kostet 3 Euro. So, jetzt bleiben wir mal hier oben. Also meiner Meinung nach gehen hier mehr wie 50 drauf, aber Stromkasten mit 5 Ampere abgesichert. Da vorne ist eine Wasserzapfstelle. Und wenn man ein größeres Fahrzeug hat, wo noch ein Hänger mit einem Auto drauf ist oder so, gibt es eine Abstellfläche, wo man seinen Hänger abstellen kann. Also wie gesagt, teilweise in der Sanierung, aber bis November ist ja noch ein Stückchen hin. Eine schöne Allee, spendet Schatten. Und dann kommen wir noch zu der Fähr- und Entsorgung. Hier ist ein Wendepunkt, wenn man ein größeres Fahrzeug hat, wenn man so nicht auf den Schlag rumkommt. Was hier entstehen wird, weiß ich noch nicht. Und eine großzügige Fähr- und Entsorgung. Stromanschlüsse sind genügend vorhanden. Und die Umgebung lässt sich auch sehen. So, jetzt kann ich nur mal auf die Baustelle halten. Hier wird das Sanitärhäuschen renoviert. Ich habe gesehen, neue Fliesen. So, liebe Leute. Das war ein kleines Video vom Oasis Almar. Finca Oasis Almar. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte ich um einen Daumen hoch. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, bitte sagt mir, was ich verbessern oder verändern kann. Euer Holly vom Stellplatzführer.de.